Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz schreitet rasant voran und wird sicherlich tiefgreifende gesellschaftliche Auswirkungen haben. Europa ist in diesem Rennen allerdings von China und den USA bereits jetzt weit abgeschlagen. Da beide Länder massiv in KI investieren, sprechen einige bereits vom kalten Tech-Krieg. Europa fehlt hier fast komplett, mit potenziell ziemlich negativen Auswirkungen auf dessen zukünftige Wirtschaftskraft. Europäische Universitäten könnten hier definitiv eine entscheidende Rolle spielen. Das Thema künstliche Intelligenz muss breitflächig in das Studium integriert werden und jeder Studierende sollte ein klares Bild von den zukünftigen Herausforderungen und Möglichkeiten bezüglich der künstlichen Intelligenz haben. Studierende müssen motiviert werden, nach Innovation bzw. nach Disruption zu streben. Die Welt wird sich ständig an den Fortschritt der künstlichen Intelligenz anpassen bzw. anpassen müssen. Studierende müssen flexibel sein und sich auf lebenslanges Lernen vorbereiten. Auch braucht Europa kluge Köpfe, die Datenschutz vorantreiben, ohne die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Firmen einzuschränken. Wer Zugriff auf den größten Datenpool hat, ist klar im Vorteil. Und somit ist Datenschutz keine leichte Aufgabe. Dies ist vergleichbar mit dem Schutz der Umwelt. 100% erneuerbare Energien in einem Land werden den Planeten nicht retten, wenn der Rest der Welt bei Kohlekraft bleibt. Wenn also die EU künstliche Intelligenz so reguliert, dass sie deren Entwicklung behindert, ohne dass China und die USA daran teilnehmen, wird das Ergebnis eher mittelmäßig. Europäische Universitäten müssen Entscheider ausbilden, die hier sehr weise vorgehen. Universitäten haben auch die Pflicht, vor möglichen größeren gesellschaftlichen Auswirkungen zu warnen. Viele Arbeitsplätze werden durch die Digitalisierung und Automatisierung verloren gehen. Dies wird zweifellos enorme Herausforderungen für jede zukünftige Gesellschaft in Europa und natürlich auch darüber hinaus schaffen. Studierende müssen dahingehend ausgebildet werden, zu einer gerechten und nachhaltigen Welt beizutragen. Damit europäische Universitäten oder die EU allgemein so eine, nennen wir sie mal, humane Digitalisierung fördern kann, ist es mit Sicherheit notwendig, dass Europa am Rennen in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz teilnimmt und dieser nicht hinterherläuft.